Willkommen zu Part 3 und somit auch dem letzten Part von Let's Play Garden of Banban 1. Fußball. Hopp. Zack, zack. Okay, wie habe ich das jetzt geschafft? I don't know. Hui, hui, hui. Hui, jetzt fliege ich. Die QR-Codes sind nicht mehr drin. No, das ist ja voll unfair. Dafür sind die... Der Schul ist gerade einfach Speedrunner. Jo. Moruk. Aktiviere den Scheißer. Willst du meine Mutter fing? Piep. Aktiviere den Schalter, Drohne. 5 Jahre später. Stuhl. Du Dreckstuhl. Geh da rü... Okay, Leute. Muruk. Lass mal da. Kommt runter, Kisten. Ja. Jetzt habe ich 2 neue Freunde. Insgesamt 3. Und noch ein Stuhl. Lul. Ich glaube, der kam da, oder? Ja, er kam da. Hallo, Brudi. Ah, hilf mir. Hilf mir, ich bin in Gefahr. 2000 years later. Danke fürs Spielen. Drücke A, um zurückzukehren. Hier wird sogar keine Werbung auf den zweiten Teil gemacht. Euphoric Brothers? Es ist unglaublich. Und jetzt nochmal die Credits durchlaufen lassen. Und damit würde ich schon mal sagen, das Fazit. Ich fand das Game bisher schon sehr geil. Auch in der Switch-Version immer noch Bombe. So diesen einen Bug, den wir im letzten Part, im zweiten... Oder war das sogar schon noch im ersten? Kann sogar im ersten gewesen sein. Piep. Erlebt haben, der war... Naja, jetzt nicht der beste Soos. Aber... Ja, es hat auf jeden Fall... Für mich persönlich viel Spaß gemacht, dieses Game zu spielen. Und... Deswegen freue ich mich um noch so mehr... gleich schon den zweiten Teil für euch aufnehmen zu dürfen. Und
arbeiten wir mal kurz, schnell und knapp die 3, 4, 5 Punkte ab, die ich mir aufgeschrieben habe. Nummer 1, Gameplay. Das Gameplay war jetzt nicht zu 100% ultra spannend, aber man hat Gameplay gesehen. Dann Punkt 2, Musik. Musik ist einfach mega, mega geil. Und passend, dass da 3D-Modelle kommt, haben wir jetzt als Punkt 3 Charaktere. Die Charaktere sehen Bombe aus. In Teil 4 beziehungsweise Teil 6 gibt's meinen Lieblingscharakter, den wir auch noch sehen werden in diesem Let's Play komplett zu Garden of Banban. Aber ich freue mich auf jeden Fall für euch, dieses Game hier Let's Play zu haben, wie gesagt. Und damit kommen wir schon zu Punkt 4. Das ist ein Punkt, der immer variiert. Und zwar ist der Punkt, Secrets. Nee, der Punkt ist jetzt davor. Ich habe einen Punkt geskippt. Fällt mir auf. Punkt 4, Secrets. Die Secrets, vor allem das Secret Egg, fand ich ganz okay. In Teil 2 gibt es ein cooles Secret, was ich euch, wie gesagt, auch zeigen werde. Aber ja. Und jetzt zum variierenden Punkt. In diesem Fall das, was es sein will. Das Spiel will ja ein cooles Horrorspiel sein. Vermute ich mal. Und dafür finde ich, ist Garden of Banban okay geeignet. Falls man eher auf Rätsel und nicht so extrem auf Horror aus ist, ist Garden of Banban die beste Spielereihe, so würde ich sagen. Oder falls man sich einfach nur komplett triggern will und ein kleiner Hup ist. Und sonst, Euphoric Brothers, ihr habt einen guten Job gemacht. Und damit bin ich raus. So.